Wir gehen heute in die Berge, Carsten und ich. Und als Berliner, naja, Berge. 32, 33, das hatte ich ja noch nie. Unfassbar. 33! Nein, nein, nein! Nein! 37. Ich hatte 33. 37. Ah. Eagle X und ein EPF 2. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Ja, Berlin hat eigentlich nur zwei Strecken, wo Rennradfahrer Berge trainieren. Das ist einmal die Havelchaussee und der Müggelberg. Was erwartet euch in unserem Video? Wir fahren ungefähr 20 Kilometer, also bei Weitem nicht das, was sie können, aber hoch und runter, meistens ordentliche Steigungen. Ja, ich weiß, Berliner Steigungen. Fast ein Kilometer Steigung, 7% und ungefähr 30 Höhenmeter. Und die Temperatur liegt bei akkufreundlichen rund 23 Grad. Alter, was geht denn hier ab? 32, 33, das hatte ich ja noch nie. Unfassbar. 33! Nein, nein, nein! Nein! 37. Ich hatte 33. Ach, du Schweinepriester. So, ein bisschen haben wir noch. Dann kommt der Anstieg. Knapper Kilometer bis zu, ja, vielleicht 7% Steigung. Kleine Trainingsstrecke hier für Berliner Rennradfahrer. Mal sehen, wie sehr das am Akku an der Kapazität schlaucht. Warte mal kurz. Ja. Danke. Können Sie mal kurz Platz machen, bitte? Dankeschön. Und jetzt der Turbo Boost. Turbo Boost. Wie sehr schröpft das Ding den Akku? Also ich habe bisher noch gar keinen Balkenverlust. Ich denke mal, nach dem Ding wird man das schon sehen. Ich bin gespannt. So, ich muss aber ein bisschen schneller fahren. Tschüss. Jetzt kommt nämlich gleich die Steigung. Es geht los. Es geht jetzt hier um 1 Kilometer Motor- und Akkutortur. EPF 2 bleibt bei 22, geht jetzt runter auf 21. 20,921, die hält er. 22, das macht dem EPF 2 gar nichts aus. Aber ihr seht an der Poweranzeige, die ist voll. Alle grünen und die roten Balken. Hier hat er richtig zu arbeiten. Schon einen Balken verloren? Nö. Und Geschwindigkeit verliert er nichts, oder? Nee, bis jetzt noch nicht. 21. Ja. Also da ist die Peakleistung natürlich 900 Watt absolut ausreichend. Also, den Anstieg hat er mit Bravour gemeistert. Auch hier akkumäßig, mich würde jetzt mal die Temperatur interessieren. Der Zellen und des Motors, aber akkumäßig überhaupt nichts verloren, zumindest nicht hier auf dem Display. Natürlich hat er was verloren und brav seine 22 km/h durchgezogen. Jetzt geht es wieder ein Stück runter und dann wieder hoch. Wahrscheinlich wird jetzt der liebe Carsten mich wieder überholen mit 37, 38. Schauen wir mal. So, ich beschleunige auf 23 und ihr seht an dem orangenen Strich, es wird auch etwas rekuperiert. Kommt wieder Saft zurück in den Akku. So, ich gehe mal vom Gas runter, dann rollt er jetzt. Was haben wir denn hier? 27, 28, 29,
Und die 30. Und Carsten kommt schon, ich sehe das hinten. Der kommt schon an wie wild. Wie schnell? 35. 28. So, jetzt haben wir ungefähr 10 Kilometer und noch keinen Balken verloren, wenn das mal nichts ist. Und der nächste Anstieg. Geht wieder runter auf 21, aber ich bin sicher, dass er gleich wieder die 22 erreichen wird. Ja, so viel zum Thema sicher, Freunde. Ja, hier ist jetzt auch ein ordentlicher Anstieg. So, die ersten 10 Kilometer haben wir geschafft. Bergige Straßen, quasi Alpenstraßen, Carsten. Fazit, Zwischenfazit. Also die Beschleunigung hält er bei 21 Stundenkilometern. Aber wenn es bergab geht, dann geht er auf 36,5 Stundenkilometer. Das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist ja der Verbrauch. Wir haben 20% Akkuleistung verbraucht. Bei den Steigungen ist das wirklich eine ordentliche Leistung. Wir sind jetzt 10 Kilometer gefahren, 20%. Das heißt, damit würde er bei dem Profil, also sehr bergig, ungefähr 50 Kilometer weit kommen, beide. Angegeben sind sie mit 60 und 72 Kilometer. Aber klar, unter Idealbedingungen. Geradeaus, 25 Grad, ideales Fahrergewicht. Du bist leicht über dem idealen Fahrergewicht. Über mich möchte ich nicht sprechen. So, ihr Lieben, wir fahren zurück. Wieder gute 10 Kilometer, etwas über 10 Kilometer, bergauf und bergab. Immer noch die 5 vollen Balken, aber klar, der müsste jetzt kurz davor sein, einen Balken zu verlieren. Guten Tag. Ich hätte mal Lust mit dir mal in den Wald, also nicht jetzt, aber irgendwann mal durch den Wald fahren. Ja, die Waldwege. Warum ja, aber nicht? Da wird es staubig. Ja, weiß ich ja. Und ich habe schlechte Erfahrungen mit deinen Scootern. Ja, weil du sie nicht sauber zurückgibst. Da könnt ihr euch einen Short angucken. Verlinke ich euch mal da oben. Scooter ausgeliehen, hier den hier. Und der kam zurück in einem Zustand unfassbar. Hast du noch alle vollen Balken, Carsten? Nein, einer ist weg. Oh, bei mir ist keiner weg. So, erster Anstieg. Sieht ordentlich aus. So, und jetzt hat er den ersten Balken verloren. Nach schätzungsweise 11, 12 Kilometer, 12 Kilometer. Und wieder ein Anstieg. Und das sind jetzt ja garantiert 7-8%, wenn nicht ein bisschen mehr. Dieser versteinerte Blick immer, ja, wenn du das machst. Okay, jetzt kommt was anderes. Jetzt geht's 900 Meter runter und mal sehen, was für eine Endgeschwindigkeit wir jetzt erreichen. Ich schätze mal so um die 35. To be with you.
33. Dreiunddreißig. Ich glaub das nicht. Geh weg. Gehst du weg? Nein. Da machen sich die großen Reifen bemerkbar. Freunde, das macht richtig Spaß. Herrlich. Und da vorne kommt die letzte Steigung. Dann noch ein paar Kilometer und dann bin ich echt gespannt, ja, wie viel Prozent verbraucht, bei wie viel Kilometern, bei so einer doch sehr bergigen Alpenstrecke. You were burning like a summer in my heart, till you found another. Northern star, following a lover, right out of my ocean. Ein weiterer Balken ist weg und wir haben jetzt ja, die 20 Kilometer fast rum. Wir werden gleich ein Resümee ziehen an der Berliner Spinnerbrücke. Zuschauer von Bike for Fun, also so der Vorgänger von Tech for Fun, kennt es vielleicht. Spinnerbrücke, riesiger, bekannter, cooler Motorradtreff. Und da gucken wir mal. Und da bin ich wirklich gespannt, was sagt die App, wie viel Prozent haben wir tatsächlich verbraucht? Gleich. Spaß hat's gemacht, oder? Ja, war sehr lustig. Vor allen Dingen diese wirklich lange Strecke, fast einen Kilometer runter. Was war das, 37, 38? Oh, 36,8. Okay, da gucke ich nochmal im Video genau, das weiß ich nicht. So, jetzt lass uns mal schauen in die Apps. Wie viel Prozent hast du denn noch? 65 Prozent. 64%. Und der Restreichweite ist angegeben mit 38 Kilometer. Also eigentlich super. Ich hätte gedacht, deutlich weniger. Ich meine, 60 Kilometer ist der E-Grid angegeben. Jetzt hast du wie viel Prozent? 65%. 65%. 65% und das bei so einer, ja, für Berliner Verhältnisse Belastungsfahrt, ja, finde ich gut. Auch beim EPF 64% mit 72 angegeben. Und gefahren sind wir ungefähr 22 Kilometer. Ja. Okay. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Bis bald. Tech for Fun.